Das nächste Endspiel im Abstiegskampf für den Bergischen HC am 30. Spieltag der Liqui Moly Handball Bundesliga. Der Vorletzte empfängt den Drittletzten aus Erlangen. Mit einem Sieg könnten die Bergischen nochmal richtig den Baum anzünden im Abstiegskampf. Und es ist von Beginn an ein offenes Duell, ein Hin und Her mit vielen wechselnden Führungen in der Anfangsphase. Metz Andersen mit der ersten Peitsche gegen Clemen Verlin. Die Unihalle in Wuppertal nicht ganz ausverkauft, knapp 2500 waren da, aber die machten mächtig Stimmung. Erlangen in Spiel 1 nach Hartmut Meierhofer mit teilweise interessanten taktischen Variationen. Die doppelte Kreisbesetzung schafft dann auch Platz für die Außen. Jepson mit einem tollen Zuspiel auf Gömmel, der heute statt Olsson begann. Und Jepson auch im Mittelpunkt dieser Aktion. Der Freiwurf im passiven Zeitspiel landet genau links oben im Knick. Da geht viel bei den Erlangern in dieser Phase des Spiels. Teilweise mit 2-3 Toren in Führung. Der BHC kann das dann aber in der Folge wieder zulaufen. Mit viel Tempo. Wie hier aus dem Positionsspiel Thomas Babak. Aber auch sonst die Bergischen mit vielen einfachen Treffern. Die Erlanger auf der anderen Seite müssen sich jedes Tor hart erarbeiten. Johannes Selin engagiert an der Seitenlinie. Der Halbzeitstand 13:11. Die Partie startet in die zweite Hälfte mit dieser Szene. Erst die Parade Verlin. Christopher Bissel kommt einen Moment zu spät gegen Yannick Fratz, der übel landet. Für den Erlanger Kapitän bedeutet das vorzeitig duschen gehen, die rote Karte. Harte Entscheidung gegen Christopher Bissel. Und die zweite Hälfte im Verlauf dann ähnlich wie diese Szene. Die Erlanger brauchen viele Chancen und scheitern immer häufiger an Peter Johannesson, der auch in dieser Situation der Sieger bleibt gegen Hampus Olsson. Zwei Schweden im direkten Duell. Nach und nach dreht sich das Spiel zugunsten des BHC. Auch weil die Erlanger schon im Aufbauspiel immer wieder Fehler einstreuen. Im 7 gegen 6 ist das natürlich doppelt bitter. Fratz läuft aufs leere Tor. Und so können sich die Bergischen Richtung Schlussphase ein fast schon beruhigendes Polster rausspielen in diesem Abstiegskrimi. Ganz abzuschreiben sind die Erlanger aber noch nicht. Jepson, tolles Anspiel auf Zechel. Und er hat noch die Muße für den Heber. Die letzte Szene des Spiels. Zechel vom 7-Meter-Strich. Das i-Tüpfelchen. Die Parade von Peter Johannesson und der BHC gewinnt 28:25. BHC lebt immer noch. Und ja, wir haben zum Beispiel diese Woche sehr gut trainiert. Die Jungs haben wirklich, wirklich Spaß im Training gehabt und wir haben natürlich viel Tempo. Da haben wir auch in der ersten Halbzeit gesehen, weil wir haben, weiß nicht wie viele Tempotore heute gemacht in der ersten Halbzeit. Und ja, wir haben auch sehr gut gedeckt und da Tor dahinter wirklich gut. Wenn wir unsere rausgespielten Chancen nicht nutzen, dann wird es schwer ein Spiel zu gewinnen. Und ich glaube, gerade in der zweiten Halbzeit haben wir eine Menge liegen lassen und dann verlieren wir dieses Spiel. Der BHC nutzt das Endspiel um den Nichtabstieg am 30. Spieltag der Liqui Moly Handball Bundesliga. Und es ist ja auf 2 Punkte ran am HC Erlangen. Es wird ein ganz enges Höschen an den letzten 4 Spieltagen der Saison. 23:24 im Abstiegskampf. Alle Spiele live und auf Abruf bei dein